Ja, hier muss ich das Kreuz benutzen. Oh, gut. Dann einfach einmal treffen. Weil die brennen jetzt, so brennende Geister. Was das? Aber die bringen mir hier nichts. So. Was ist das halt? Das ist Erfahrung erstmal. Also es ist eine Szene. So. Ja, ich kann jetzt zum Spam Spezial machen. Ja, nein, kein Move, sondern für gewisse Zeit mache ich heftigen Schaden. Aber das löse ich. Ich glaube, es ist eigentlich im Nachhinein besser. Warte, Hilfe! Ja, du bist eh schon tot. Rein können wir sein. Dort unten ist der Geist, der gefällt mir irgendwie sehr, weil der treibt die Story ziemlich heran und ihr könnt ja auch gleich sehen, ich habe schon eine Stunde gespielt, das Spiel, also nach dieser Stunde, aber ich denke mal, ich werde hier schneller durch sein, weil ich das ja schon einigermaßen kenne, den Anfang, ist das, ja, ist danach, nach dieser Stunde oder ja, vielleicht drei, vier Stunden auch blind, also weiß noch nichts dann. Sei gnädig, was auch immer du bist. Eine Dame rief. Ich flehte sie an, meine Gebieterin zu werden. Beatrice! Mein Liebster, sie schwor, den rechten Weg wohl leider verlor. Helft ihm, Vergil, auf dass er zu mir komme. Ich bin Beatrice. Und wenn vor meinen Herrn ich trete, werde ich euch preisen. Dichter, ich flehe euch an. Gebt mir Kraft. Ich will ihr dieses Los ersparen, egal um welchen Preis. Magie. Neuer Zauber. Ja, wunderbar. Und zwar kommt jetzt Mana dazu, dass wir brauchen, um Magie zu wirken. Habe ich bisher noch nie richtig gesagt, habe ich bisher noch nie richtig gebraucht. Aber so sieht das Ganze aus. Ich merke mich hier alle kleinen Gegner. Der nervt mich andererseits wiederum nicht. Der gefällt mir, der was jetzt kommt. Ist kein Bus. Kein Bus. Nee, kein Bus. Komm her! So, ganz. Als der Schrammbild kommt hier noch zu einem Punkt. Und BAM! Wird es selbst Nacht. So, Bestienmeister, jetzt bin ich selbst, kann ich selbst diesen Dings hier steuern. Jo.
Ja, jetzt das Tor noch aufmachen mit unserem schönen Begleiter, mit unserem neuen Haustier, das wir zufällig gefunden haben. Das sind die Seelen, die hier die Hölle. Also jetzt wird es dann richtig krank, also jetzt sind wir dann in der Hölle, also ich finde das richtig krank, wie das aussieht. Das, ja, das ist geil gemacht, aber jo. Ich habe mir die Hölle nicht so vorgestellt. Also so eine Vorstellung der Hölle war einfach der Erde, ein bisschen Feuer und man muss den ganzen Tag arbeiten. Irgendwas hacken, also irgendwie in deinen Fels hauen und so weiter. Naja. So, Tore der Hölle. Super. 10 Minuten gespielt. So, und ihr könnt hier vielleicht erkennen, diese Wand ist nicht nur einfach eine ganz normale Wand, sondern das sind alles Seelen, also mal Menschen, die sich dahinter verbirgen und eingefangen sind und nur darauf warten, befreit zu werden. Und ich klettere jetzt hier. Ja. Mit, also auf den herum. Ja, ich kann euch nicht alle befragen, das geht einfach nicht. Na gut, das ist aber so ein Glück, das ist zu holen dort oben. Dort hinten könnt ihr sehen, ja, so wie eine, wie ein Wasserpark, sprudeln da die Seelen heraus. Nice. Jo, so, und hier ist unser Geist wieder. So, hallo. Hinabgestiegen in die Welt der Blinden. Bar jeder Furcht und Feigheit muss nun sein, denn an dieses Lundes Fuß Acheron wirst finden. Es ist der Seelen bitteres Los, dem Weg zu folgen zu Charons Fluss. Ja, der hilft uns eigentlich so. Helft ihr mir, Dichter? Todesklinge. An diesem ewigen Orte dein Führer ich will sein. Wo die vielen Geister, die Gequälten, nach ihrem zweiten Tode schreien. Okay, und man kann mit dem auch sprechen, also ihr habt gesehen, man kann den ansprechen nochmal. Jetzt nur einmal. Ich muss ja schauen, was das für eine Relikvie ist, da was ich bekommen habe. Kann ich nämlich hier ausrüsten. Und das macht, ja, was macht das? Ja, macht einfach irgendwas Gutes, nehme ich mal an, ne? Ah, unheilig Stufe 1 brauche ich dafür. Okay, da muss ich halt Unheil sammeln, ne? Also letztens habe ich auf, ja, als ich schon gespielt habe, ging ich voll auf Heilung. Ich denke jetzt mal, ich gehe mal auf, ja, Unheil dieses Mal. Das ist so eher die Sense, das andere ist so eher, ja, so mit dem Kreuz. Und Heimzahlung. Drücke und mittelbaren Angriff des Gegners, um zu kontern, ein Konterangriff. Mhm. Ist auch nicht so schlecht. Also ich denke mal, ich kaufe mir jetzt da. Und bilde das noch aus. Dann ist es ziemlich nice, wenn ich das so. Ja. Sehen, es hat nur jetzt kommt das hier noch zu, bam, das nach vorne steht. Und Luft auch was. Ja, bleibt hier lange in der Luft, ne? Also, passt schon. Es gibt viele Gegner, bei denen man einfach in der Luft springen kann. Ja, wer bist du? So, und hier ist es Floß. Ja. Und ja. Dann gehen wir mal dort runter. Natürlich kommen wir auf die Feinde, ist ja klar. Ist ja klar.